Ich bezeichne mich selber als Kräuterhexe, weil ich an die Kraft der Kräuter glaube, weil ich überzeugt davon bin, dass die Kräuter uns helfen können. Kräuter sollte man nicht einfach nur als Unkraut sehen, sondern es hat jedes Kraut seine Bestimmung. Dort, wo es wächst, dort wird es gebraucht. Und das möchte ich einfach den Leuten weitergeben, dass sie einfach dieses Gespür dafür kriegen, was uns die Natur es bieten kann. Ich glaube, viele haben den Bezug zur Natur verloren, einfach aufgrund zu viel Eindrücke, sei es jetzt der Computer, sei es jetzt Social Media. Und im Prinzip, ich glaube, was bei uns verloren gegangen ist, das ist das Bewusstsein, dass wir genauso ein Teil der Natur sind, als wie die Kräuter. Wenn man sich ganz viel mit Kräuter beschäftigt, kriegt man ein Gespür dafür, welches Kraut tut mir gut, welches Kraut tut mir nicht gut, weil jeder Mensch ist anders, jeder Stoffwechsel ist anders und es ist nicht so, dass jedes Kraut für jeden gleich gut ist. Hexen sind für mich ganz weise Frauen, die jede oder fast jede Krankheit heilen können. Also eine Hexe ist nie böse, das ist von den Märchen möglicherweise. Alles, was ich aussende, kommt dreimal zurück. Also das ist eigentlich so ein Hexengesetz. Und es wäre jemand blöd, wenn er was Böses tut, weil er es dreifach zurückkriegt.